Einigkeit. Zusammenarbeit. Selbstaufopferung. Hingabe. Diese Eigenschaften können von allen Gesellschaften als beispielhafte Qualitäten angesehen werden. Wohl jeder Mensch hofft darauf, unter Individuen zu leben, die diese Tugenden besitzen. Der Film, den Sie jetzt sehen werden, befasst sich mit Beispielen solchen sittlichen Verhaltens. Doch die Helden des Films sind überhaupt keine Menschen. Der Mittlere Osten. Es ist nicht leicht, in diesem heißen, unfruchtbaren Land zu überleben. Diese winzigen Kreaturen, als arabische Vögel bekannt, schaffen es jedoch, unter diesen schwierigen Bedingungen zu überleben. Denn sie sind erstaunlich solidarisch und kooperieren miteinander. Alles, was sie tun, tun sie zusammen. Selbst ein Bad. Nach dem Waschen folgt das Sonnenbad. Wenn sie ihre Federn trocknen, säubern sie sich gegenseitig. Das ist sehr wichtig für ihre Gesundheit. Sie passen aufeinander auf, werden dessen niemals müde oder überdrüssig. Die Arbeit ist unter ihnen aufgeteilt. Die Nahrungssuche für die Jungen zum Beispiel ist eine Aufgabe, die gemeinschaftlich übernommen wird. Alles Futter, das sie sammeln, wird später geteilt. Auch die Verteidigung des Schwarms erfolgt gemeinsam. Jeder Vogel übernimmt seine Wache in einem Baumwipfel. Wenn die Zeit des Wachwechsels gekommen ist, bringt die Wachablösung dem Vogel, den sie ersetzen wird, eine Mahlzeit mit. Dann übernimmt sie die Wache. Diese Aufgabe ist von größter Bedeutung für die Sicherheit der Vögel. Eine Fieber. Der wachhabende Vogel schlägt sofort Alarm. Der Schwarm kommt zur Verteidigung zusammen. Die Vögel versuchen, die Schlangen zu verunsichern und sie abzulenken. Jungvögel zeigen ihre Stärke und ihren Mut, indem sie die Schlange herausfordern und versuchen, sich den Respekt des Schwarms zu verschaffen. Wenn die Gefahr vorüber ist, kehrt man zum normalen Leben zurück. Eine Wache nimmt ihren Posten ein. Die Küken beginnen miteinander zu spielen. Wie ist es möglich, dass diese Vögel solch eine wirkungsvolle Zusammenarbeit pflegen? Denken wir nach und stellen wir Fragen. Die Tiere, die Sie gerade beobachten, haben kein Bewusstsein.
Warum sollte ein Tier für seine Freunde Wache stehen? Man sollte erwarten, es flöge fort und suchte sich etwas zu fressen. Doch es bringt stattdessen ein großes Opfer. Es steht Wache wie ein Soldat, ernst und entschlossen, ohne zu fressen. Wer lehrte diese Kreaturen diesen Altruismus? Wer sagt ihnen, ihr eigenes Leben um ihre Freunde willen in Gefahr zu bringen? Es kann keine Frage sein, dass es der allmächtige Allah ist, ihr Schöpfer, der diesen winzigen Vögeln diese Gefühle von Solidarität, Zusammenarbeit und Aufopferung eingegeben hat. Wie uns in Sure 16 des Korans gesagt wird, Allah inspiriert das Verhalten, das notwendig ist, um am Leben zu bleiben, in allen Tieren. Das Gefühl der Aufopferung und der Zusammenarbeit ist sehr stark ausgeprägt unter den Vögeln. Die Solidarität und Hilfsbereitschaft unter diesen Drosseln sind ein weiteres Wunder der Schöpfung. Diese Vögel leben in Schwärmen von 30 bis 40 Exemplaren. Das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe ist sehr stark. Sie ziehen ihre Jungen mit großer Fürsorge gemeinsam auf. Ihre Solidarität wird am meisten gefordert, wenn Gefahr für die Jungen besteht. Hier ist die Gefahr. Ein junger Rabe. Er hat es auf die Küken abgesehen. Einer der Aufpasser sieht den Raben und warnt die anderen. Alle gehen auf ihre Posten und die Verteidigungsstreitmacht steht bereit. Einer der Vögel kreischt aggressiv und droht dem Eindringling. Dann wird die Drohung in die Tat umgesetzt. Sie greifen den Eindringling in Massen an. Geschockt von dem Gegenangriff flüchtet der Rabe. Doch die Drosseln greifen weiter mit aller Macht an und bringen den Gegner zu Boden. Der Rabe überlebt die Attacke nur mit Schwierigkeiten. Kommunikation, gegenseitige Hilfe und Solidarität haben das Leben der Küken gerettet. Eines der charakteristischen Merkmale des Elefanten, des größten an Land lebenden Säugetiers, ist seine Aufopferung für seine Gefährten. Dies und gegenseitige Hilfe ist nicht beschränkt auf die Familienmitglieder, sondern gilt für die gesamte Herde. Ein heißer Sommertag in der afrikanischen Steppe. Elefanten sind ständig unterwegs auf der Suche nach Nahrung und Wasser. Dieser fast ausgetrocknete See ist die einzige Wasserquelle weit und breit. Viele andere Tiere, von wilden Stieren bis zu Büffeln, teilen diese Wasserstelle mit ihnen. Dieses
Dieses Elefantenbaby hat Schwierigkeiten zu trinken, denn sein Rüssel ist noch sehr kurz. Es muss sich weit nach vorn beugen, um das Wasser zu erreichen. Einer der erwachsenen Elefanten stößt das Baby aus Versehen ins Wasser. Wenn das Baby nicht sofort gerettet wird, wird es im Schlamm versinken und sterben. Es ist keine Zeit zu verlieren. Die Elefantenmutter kniet nieder und lehnt sich über.